Klimawandel ist ein Thema, das uns alle angeht. Sommerliche Temperaturen im Winter und die komplette Überflutung Hollands steht bevor. Aber es gibt auch negative Seiten, Faisal. Und deswegen sind wir heute hier in Europas modernstem Klima-Wind-Simulator und testen mal, wer für diese drastischen Temperaturunterschiede besser gewappnet ist. Ein blasser Mitteleuropäer oder der braune Afghane. Ich. So. Personal ist schon mal fantastisch hier und ich glaube, hier sind wir genau richtig, oder? So, jetzt geht's los. 0 Grad, Alter. Das wird mega kalt. Das ist keine Chance, Alter. Du bist ja noch total, du siehst schon, du bist ja warm. Ja, ich bin warm und ich hab Brusthaare. Alter. Guck dir das mal an, Alter. Meine Schwester hat mir Brusthaare. Das ist die den Test hier machen. Obwohl, da bin ich aus dem Keller raus. So, auf geht's. Ja, komm, so schlimm wird das jetzt auch nicht. So, Alter! Es gibt ja diese Klischees, dass man immer sagt, dass dicke Menschen nicht frieren. Und im ersten Moment hatte ich auch nicht das Gefühl. Das ging. Das war okay. War jetzt gar nicht so schlimm. War erträglich. Jetzt ist aber, es geht. Also. So kalt ist schon eklig, aber das ist dann so knackig kalt. Aber sobald dann so ein leichter Wind kommt und du merkst, dann ist vorbei. Weißt du, was Enten machen? Nicht Enten, sondern Pinguine. Und ganz aneinander ran. Ich habe so einen ganz kranken Gedanken gerade. Was denn? Ich muss pinkeln. Was passiert denn? Ja, erstmal ist es warm. Und dann habt ihr den Wind hochgefahren und es wurde immer kälter und immer windiger. Und dann stehst du in der Kälte bei fiesem Wind. Furchtbar. Ihr mag das nicht mehr. Ich will das nicht mehr. Ja, man versucht einfach Ruhe zu bewahren. Denkst du, okay, es geht noch, es ist erträglich. Aber dann hörst du diesen Affen von Luke neben dir schreien wie so ein wildes Tier. Und das bringt dich selbst aus der Ruhe. Nein, Alter, die Spucke ist kalt. Das sind einfach Schmerzen. Du hast einfach Schmerzen, du stehst da, der Wind wird immer heftiger, es kommt immer schlimmer. Du hast Gefühle, die du vorher noch nie in deinem Leben hattest, weil welcher Idiot kommt schon auf die Idee, bei so einem Wetter mit einer Bardose rauszugehen? Und dann habt ihr ja noch angefangen hier mit der Wasserpistole, das ist, ey, richtig asozial. Aber der Faisal hat aufgegeben und ich hätte auch locker noch eine Dreiviertelstunde da draußen stehen können. Das ist der Kanadier in mir ist gerade sehr, sehr stolz. Gewonnen, Mann! Gegen dich gewonnen! Oh, du bist schon warm. Ja. Ich guck mal, ich sauer, Alter. Ich fand's ehrlich gesagt nicht so schlimm.